Herzlich willkommen zurück, meine Lieben, hier bei OpenTTD mit dem XIS, mit der XIS-Mega-Staffel, die wir hier sehen. Ich umpassiere das Spiel, damit direkt das weitergeht. So, ich werde hier einen Hafen bauen. Den müssen wir eigentlich verbinden können mit Querfurt, ganz genau, fantastisch. Und da ein Depot. So, und dann machen wir einen Hafen hier für Frankenberg. Ich denke mal, das passt schon so. Und ein Depot. So, unser erstes Schiff. Auch hier machen wir wieder eine Gruppe für Passagiere. Und nehmen hier, was nehmen wir hier? Eine Sunkrock-Fähre. Ich denke eher etwas Kleines für den Anfang, oder? 18 ist ein bisschen sehr wenig. Was sind die Betriebskosten? 2700 für 18 Passagiere. Ugh. Ich glaube, das ist. Die Sunkrock-Fähre ist wahrscheinlich schon besser. Komm, wir nehmen die mal. Fahre zu dem Hafen und dem Hafen und go. So, dann. Moment mal, wir machen hier natürlich noch eine Untergruppierung. Das ist Frankenberg, Querfurt. Ich würde auch ganz gerne, das hier muss nicht Hafen heißen. Frankenberg ist so klein, da werden wir niemals mehr als eine Station haben. Also nicht in absehbarer Zeit. So, Frankenberg auch mit angeschlossen. Ich glaube nicht, dass Frankenberg selber viele Passagiere generiert. Aber vielleicht gibt es Passagiere von Querfurt, die dann darüber gehen. Und ja, auch von den anderen nach Querfurt dann. Ich denke mal, die eine Fähre reicht sogar, könnte ich mir vorstellen. Weil die hat 100 Passagiere, haben da Platz. Das ist schon ganz schön viel. Das ist irgendwie dreimal so viel oder viermal so viel wie unsere LKWs. Hier haben sich die Strecken auch etwas erholt. Das ist fantastisch. Ich weiß nicht, ob das Schiff rentabel sein wird. Das werden wir sehen müssen. Wir haben noch München und Herzhafen. Wolfsdorf ist ein bisschen viel Farmgelände im Weg. Und das ist ein bisschen weiter entfernt. Aber München und Herzhafen kann man, glaube ich, ganz gut anschließen. Zwar würde ich die Via Elsdorf sogar anschließen, denke ich mal. Weil dann haben wir hier gerade im Elsdorf-Zentrum, da kommen so wenig Passagiere momentan. Dann hätten wir hier vielleicht ein bisschen mehr Verkehr. Es ist immer wichtig, dass man guckt, dass die... Dass wenn man Passagiere und auch Post transportiert, dass die Stationen, die eher wenig Verkehr haben, also die Randstationen tendenziell, die wenig Passagiere von sich aus generieren, dass man die dann halt als Transitstation verwendet. Ja, da gehen immer noch viele nach Querfurt. Ich denke mir, wenn wir hier nochmal einen haben müssen. Elsterdorf, das passt. Und 18 via Frankenberg. Aber momentan werde ich nichts haben. Doch, 26, tatsächlich. Da wurde schon was transportiert. Ich weiß nicht, ob er mit einem Viertel Kapazität tatsächlich produktiv oder profitabel sein wird. Das werden wir sehen. So, das ist ganz schön weit. Nichtsdestotrotz, denke ich mal, machen wir das trotzdem. Ich mache das mal so. So, und jetzt wird die, werden die wieder angepisst sein, weil wir hier das Zeug verunstalten. Aber das ist mir egal. So, Herzhafen. Kriegst ein Depot. Und dann werden die mit Elsterdorf Zentrum verkehren. Könnte hier auch nochmal ein Depot hinbauen.
Da haben wir eins, das ist fantastisch. Okay, neue Kategorie. Wir sind immer noch im Großraum Salz, Wald. Wobei der Großraum wird jetzt streckt sich langsam ein bisschen sehr. Aber das ist okay. Machen eine neue Kategorie. Herz, Hafen. Elsterdorf Zentrum. Ja, da sind sie ein bisschen angepisst. Es dauert alles ein bisschen. Hat ein bisschen eine Verzögerung, bis es aktualisiert wird. So, du kannst loslegen. Und du gehst hier rein. Vielleicht müssen wir hier dann auch nochmal ein paar mehr Untergruppen erstellen irgendwann. Für den Moment ist es okay. Viele nach Frankenberg. Vielleicht brauchen wir sogar eine zweite Fähre. Oh, das Ding ist gerade zusammengebrochen. Wo ist unser Fahrzeug? Da. Machen wir zwei mehr. Die brauchen wir so oder so. Was machen wir hier bezüglich der Farbe? Grün ist eigentlich okay. Weil wir haben hier, die sollten sich nicht so in die Quere kommen. So, dann nehmen wir München auch direkt rein. Das sind nur zwei Felder, das wären drei. Ich denke, wir machen hier einen Bahnhof. Und das ist doch ein perfekter Ort für ein Depot. Oder? Ah, man hätte auch eine Brücke hinbauen können. Das wäre die Alternative gewesen. Ich denke mal, das ist schon okay. Warte mal, das ist schlecht. Bau das lieber hier hin. Weil sonst gehen die noch hier rüber und müssen dann irgendwie ein Kehrt machen. Das möchte ich lieber nicht. So, wir brauchen eine neue Gruppe. Das wäre dann... München. Nach Elsterdorf Zentrum. Also hier werden wir dann einiges an Verkehr haben. Was gut ist, denn momentan ist der Bahnhof komplett überflüssig. So, ich werde direkt zwei zusätzliche kaufen. Hier müssen wir die... Mal kurz gucken, hier ist die Gruppe. Hier müssen wir die Farbe ändern. Und zwar machen wir doch oben rot. Wobei, ach, will ich rot? Ich mache jetzt blau. Mach mal orange. Aber unten, oder? Ich weiß, es spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, aber irgendwie fühlt sich das besser an. Mach mal unten orange und oben Standard. Okay, hier geht... ihr könnt los. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wie sich das Ganze hier ein bisschen entwickelt. Wir haben jetzt einiges zusätzlich angebunden, was auf jeden Fall Auswirkungen haben wird auf unsere Infrastruktur, die wir hier haben, also auf unsere bestehenden 170 via Elsterdorf. Mach da nochmal 3. Okay, wir sind hier knallrot. Da kann man auch nochmal einen brauchen. In Ordnung. Wie sieht es eigentlich mit unserem... Oh, unser Hauptquartier ist ein bisschen gewachsen.
Firmenwert 440.000. 114 Fahrzeuge und ein Schiff. Schon wieder kaputt ist, ey. Was hat das, was hast du für eine Zuverlässigkeit? 69%. Ist das die maximale? Ne, 98%. Das geht halt immer ein bisschen runter. Wie viele warten? 170 via Frankenberg. Ich weiß nicht, ob ich noch eine noch so ein Ding bauen möchte. Ich weiß nicht, ob das... Das wäre wahrscheinlich ein Overkill. Momentan wird das Ding Gewinn machen. Vielleicht sollten wir es dabei belassen. Mach da nochmal zwei. Und hier auch nochmal zwei. So, und jetzt wird hier via Herzhafen. Ja, jetzt, das wird jetzt eine Weile dauern, bis sich das Ganze etwas beruhigt. Aber wir haben jetzt eigentlich Passagiere, die überall hin können. Ja, wenn jetzt jemand von München dann Gera an der Elbe sparen will, dann wird das wird wahrscheinlich Minus machen, weil es ist keine große Distanz und wir haben keine direkte, die Verbindung ist ziemlich übel, wenn wir ehrlich sind. 17 Passagiere, da spart gar nichts. Okay, für den Moment sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Wäre immer noch 100 nach Frankenberg. Ich denke, wir werden eine zweite Fähre haben. Ja, ein bisschen Gewinn. Ja, die 100 Passagiere werden jetzt einschenken, denke ich. Wir können uns auch... was ich grundsätzlich mal kurz angucken möchte, ist der Fahrplan. Dieser Fahrplan benötigt 94 Tage. Ich möchte keine Fahrpläne haben, die länger als ein Jahr sind. Also ein Jahr ist schon zu viel. Eigentlich nicht mehr als ein halbes Jahr. Damit alle Fahrzeuge die Chance haben, Profit zu machen. Weil wenn der Fahrplan länger als ein Jahr ist, dann sind die Fahrzeuge während im ganzen Jahr unterwegs und werden quasi gezwungenermaßen im Negativen sein. Und hier können wir nochmal einbauen. Und das kann dann in, wenn wir hier die Statistik angucken und sehen, der ist im Minus, dann ist es ein bisschen ungünstig. Okay, wie sieht es hier bei Guts aus? Der ist, okay, das Jahr ist noch relativ jung. 30.000 bei 21 Bussen, 23.000. Ich glaube, wir haben immer noch zu viele Gutsbusse. Wir haben hier nicht so viel. Wobei, wollen viele nach Schwarzwald Ost jetzt? Vielleicht, ich lasse die erstmal noch. Ich denke, passt schon für den Moment. Hier sind immer noch zu viele. Oh, 300. Okay. Füg da nochmal 3 hinzu. Das wird jetzt natürlich, dadurch, dass wir Elsterdorf Zentrum jetzt so verdrahtet haben, ist klar, dass da ein ziemlich hohes Passagieraufkommen stattfindet. Wie schaut es hier aus? 200 nach Frankenberg. Ich denke, wir kopieren. Wir machen ein zweites Schiff. Ja, auf dem einen Weg werden sie Minus machen. Aber ich glaube, das ist okay. Wir haben hier Betriebskosten von 6,6. Ich denke, die müssten trotzdem Gewinn machen. Und vielleicht wird das... Vielleicht können wir Frankenberg ja als Hub verwenden. Und zum Beispiel Hersdorf
hier irgendwie auch noch mit anschließen. Das wäre eine Überlegung wert. Weil das sind eher größere Städte. Also Hersdorf ist ziemlich groß. So, wie schaut es hier aus? 21, das passt für den Moment. 10. Und da ist eigentlich auch nichts. Ich weiß nicht, warum die... Ich denke mal, das ist noch ein bisschen ein Lag. Ein bisschen eine Verzögerung. 100 Passagiere. Oh, hier wird es gelb, 36. Sieht zwar eigentlich immer noch einigermaßen gut aus. Könnten noch einen zusätzlichen haben. Na kommt. Aktualisiert ist. So, da wartet niemand, das ist okay. Der wartet auf den Fahrplan. Ja, ich denke mal, das wird sich wieder ausgleichen. Das hier ist noch ein Problem. Wir brauchen hier noch mehr. Geld sind wir ein bisschen am Limit, aber es geht noch einigermaßen. Ja, selbst, also von Querfurt nach Frankenberg, das sind echt viele Passagiere. Ich weiß nicht, warum so viele nach Frankenberg wollen. Das Ding ist eigentlich, das ist nicht the place to be, meiner Meinung nach. Aber was soll's? Hier haben wir noch ein weiteres Sägewerk und ein Kohlebergwerk. Eine Sandgrube. Eine Metallfabrik, was ist das hier? Eine Nahrungsmittelproduktion. Ha, das ist neu, oder? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das vorhin schon da war, aber was soll's. So, warum ist das immer noch tiefrot hier? Das macht doch keinen Sinn. Warten keine Passagiere hier. Der holt die. Ja, und das beruhigt sich wieder. Jetzt ist die Frage, was sind die nächsten Schritte? Entweder wir binden das da mal an. Das könnte allerdings die ganze Balance, die wir hier erschaffen haben, ziemlich durch, ziemlich umherwerfen, sagen wir es mal so. Das Problem ist auch, dass wir mittlerweile... Es sind alles LKWs. Und LKWs sind relativ langsam. Wir brauchen wahrscheinlich mit der Zeit Shortcuts, weil wir sonst, einfach Kosten entstehen. Warum sind jetzt hier die... Oh nein, warte mal, wir brauchen hier ein Depot. Die Uhrzeigersinn-Busse sind hier rüber ins Depot gefahren. Das ist natürlich schlecht. Okay. Eigentlich ist es okay. Ich verstehe nicht, warum das immer noch rot ist, teilweise. Und das hier wird besser. Tendenz, glaube ich, abnehmend. Wie schaut es hier aus? Da ist gar nichts. Und da sind halt auch immer noch die nach... Frankenberg. Das passt soweit auch. Also, entweder wir können unser Passagiernetzwerk natürlich noch weiter ausbauen. Wir können Holzdorf oder Neustraußhorst anschließen. Ich denke, wir machen mit den beiden weiter. Weil gerade Hersdorf ist ein bisschen größer und würde unter Umständen Sinn machen. Die Frage ist wahrscheinlich... Auch wieder mit Querfurt? Oder Schwarzwaldhafen? Weil. Ich denke, wir werden hier direkt
mit Schwarzwaldhafen was machen. Und vielleicht auch noch mit Bayern, mit Querfurt und das ist auch vielleicht. Vielleicht müssen wir hier irgendwie auch noch einen Hafen haben, weil ansonsten haben wir wieder das Problem, dass Passagiere über Querfurt dann hier wieder zurück müssen, dann kriegen wir hier Minus. Das könnte passieren. Der Grund, warum ich das über Schwarzwaldhafen machen möchte, ist, da das hier wahrscheinlich ein großer Hub sein wird. Und weil Neuharnmünster auch hier angeschlossen wird, nicht über Querfurt. Weil wir können niemals die Last, die wir von den großen Schiffen haben, nachher über kleine LKW-Routen oder Busrouten durchgehen lassen. Das funktioniert einfach rein von der Last nicht. Das können die Busse nie und nimmer stemmen. Von dem her werden wir das alles mit Schiffen machen. Ich denke mal, wir machen als nächstes hier erstmal ein lokales Netzwerk. Also wir haben dann Großraum Hersdorf. Das sind dann unsere drei quasi Metropolregionen. Also einmal Salzwald, Hersdorf und Neuharnmünster. Und die werden wir dann mit Schiffen verbinden, denke ich mal. So sollte das eigentlich okay sein. Das Einzige, was halt noch ist, ist Hersdorf. Eventuell müssen wir hier noch zusätzliche Hafen machen. Damit wir nicht Minus machen. Okay. Das hier ist immer noch rot. 12 Passagiere. Okay, hier können wir definitiv noch ein zusätzliches Fahrzeug mitnehmen. Hier jetzt aber. 140 nach Herzhafen. Ach so, deswegen haben wir hier, die rote Linie ist von da. Okay, gut, dann haben wir zwei mehr. Das wird sich dann schon legen. Wie gesagt, sobald sich das Ganze ein bisschen verteilt hat und die Passagierverteilung sich ein bisschen aktualisiert hat, wird das definitiv besser. Was mir nicht so gefällt, ist, Gera an der Elbe wächst nicht so schnell wie ich, oder 143 Tage, das ist viel zu langsam. Salzwald wächst alle 7 Tage. Okay, die Schiffe, gut im Plus. Oder Schiffbetriebskosten, ja, das passt. Schiffe laufen gut. Soweit. Das heißt, ich denke, wir machen nächste Episode weiter hier mit einem neuen Stadtnetzwerk zuerst mal. Lassen die ein bisschen wachsen. Und dann wird alles per Schiff angeschlossen. Da müssen wir noch gucken, wie wir das genau machen. Aber gut, meine Lieben, das war's dann erstmal mit dieser Episode, denke ich. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, gebt mir noch einen Daumen nach oben oder hinterlasst einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Vielleicht wollt ihr auch subscriben für mehr OpenTTD Madness. Wir haben erst gerade angefangen. Wird noch viel, viel, viel mehr kommen. Wir sind immer noch erstmal nur bei Passagieren und wir haben noch so viel vor uns. Aber gut, meine Lieben. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Euer Northgate.